Was liegt wohl hinter der Mauer? Und hinter der Mauer? Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu den Shortcuts. Wir sprechen heute über den zweiten Teil der großen Die Bestimmungssaga, nämlich Die Bestimmung Insurgent. Um mal kurz zu rekapitulieren, was uns im ersten Teil schon erzählt wurde und um was es geht. Chicago in der Zukunft ist total im Arsch. Die Menschen werden unterteilt in ihre Fähigkeiten, die sie von Geburt an haben. Die einen sind besonders gute Rechtssprecher, die anderen sind besonders tolle Bauarbeiter, Konstrukteure, wieder andere sind besonders kreativ, keine Ahnung was. Es gibt verschiedene Gruppen und es gibt manche Menschen, die geboren werden, die kann man nicht bestimmen. Das sind die Unbestimmten. Diese Unbestimmten können verschiedene Dinge und sind daher so wenig kontrollierbar, dass die große Diktatorin Janine, die das alles irgendwie so unter ihren Fittichen hat, extrem scheiße findet, weil sie die nicht unter Kontrolle haben kann. Und deswegen beschließt sie, sie muss diese Unbestimmten loswerden. Triss und Four, das sind die zwei Helden unserer Geschichte, sind eben die solch unbestimmte Menschen. Und die fliehen aus der Stadt aufs Land, um dort in Sicherheit zu sein vor Janine und ihren Wachen. Jetzt kommen wir zu dem Film, um den es heute gehen soll. Die Bestimmung Insurgent, der zweite Teil, der damit anfängt, dass Triss und Four sagen, wir müssen wieder in die Stadt. Aber sie haben einen Plan. Sie haben ja einen Plan ausgeheckt. Sie suchen Verbündete und wollen mit diesen Verbündeten in den Kampf gegen Janine ziehen, um dieses Diktat ein für alle Mal zu beenden und um endlich vielleicht auch mal diesen Zaun, der um Chicago rumgebaut wurde, aufzumachen und zu sehen, was denn wirklich dahinter liegt. Die Frage ist, werden sie es schaffen? Werden die Verbündeten zusammenhalten? Haben sie genug Kraft, um gegen Janine und ihre organisierte Armee anzukommen? Das erfahrt ihr, eventuell, wenn ihr euch Die Bestimmung Insurgent im Kino anguckt. Janine hält euch alle für gefährliche Rebellen. Wenn wir unsere Kräfte vereinen, sind wir nicht mehr aufzuhalten. Robert Schwentke, bekannt für solche Filme wie Red, diese Bruce Willis Rentner-Action-Komödie, oder Flight Plan, die Jodie Foster Rentner-Flugzeugentführungs-Thriller. Der hat jetzt auch den zweiten Teil von Die Bestimmung gemacht. Und es ist mir irgendwie nicht so ganz klar, was der denn jetzt eigentlich will. Also das mag auch am Buch liegen, aber auch an seiner Regie, die irgendwie sich auf gar nicht so richtig konzentriert und alles immer so ein bisschen so versucht, schnell wegzuerzählen, damit man das Nächste erzählen kann. Wobei das Problem aber ist, dass das Nächste nicht unbedingt spannender sein muss als das, was zuvor geschehen ist. Und deswegen plätschert so im Ganzen Film alles so dahin. Schnapp dir einfach dein Essen und setz dich. Oder was? Sobald auch nur der Ansatz, der Hauch eines Konfliktes, den irgendeine Figur in dem Film haben könnte, auftaucht, wird sofort so gesagt, ach ja, komm, ist alles gut, und dann geht's einfach weiter. Wir müssen doch jetzt alle zusammenhalten, wo wir offiziell Flüchtige sind. Also Konflikte werden nicht ausgebadet oder müssen nicht durchgestanden werden, sondern scheinen den Autoren oder der Regie eher als Hindernis gegolten zu haben, werden deswegen einfach so ein bisschen en passant wegerledigt, damit man weiter dahin plätschern kann. Zieh mit mir in den Kampf gegen Janine! Ich kann nicht, Mann. Du hast meinen Boyfriend getötet. Jetzt hasse ich dich. Für immer! Aber der war für die Story doch gar nicht wichtig! No! Du hast mir das Leben gerettet. Jetzt folge ich dir bis ans Ende der Welt. Na klar tust du das. Es gibt andere Sachen. Es gibt zum Beispiel eine gewisse Mystik, mit der Film versucht zu spielen, in dem quasi sich sehr viel um eine Art Würfel dreht, der gelöst werden muss und dessen Lösung dann aber im Grunde genommen fast gar keinen Effekt hat. Wir suchen eine Unbestimmte. Was für eine Unbestimmte? Eine ganz bestimmte Unbestimmte. Kannst du dieses Rätsel lösen? Ja, komm her, warte mal, ich komm mit. Tötet sie! Meine Hilfe! Ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen. Der Kampf bis dahin ist auf jeden Fall relativ spannend, aber mir ist jetzt nicht so ganz klar, warum wir das alle mit ansehen mussten. Ich kämpfe nicht gegen sie. Nein, natürlich nicht. Du kämpfst gegen dich selbst. Kommen wir zur Action im Film, weil man könnte ja sagen, okay, vielleicht ist das jetzt handlungsmäßig eher dünn und spärlich, aber dafür muss doch die Action wenigstens stimmen. Also es gibt eine zentrale Actionsequenz, die recht aufregend ist. Und die anderen Actionsequenzen sind so schnell vorbei wie die Konflikte in diesem Film. Wer bist du denn? Ich bin Shadow Nield! Lass boxen!
Au! Au! Aua! Au! Wenn wir über den Humor im Film reden, dann möchte ich das Gespräch an dieser Stelle bitte sofort abbrechen. Es muss ja auch nicht alles lustig sein, es muss auch nicht immer alles ironisch sein, aber es muss auch nicht alles so wahnsinnig verbissen und sich selbst ernstnehmend sein. Ja, wenn man all diese Superlative zusammenfasst, dann kommt die Bestimmung Insurgent bei mir auf einen von fünf, was nehmen wir da, Zauberwürfeln, weil, ich bin da wirklich rausgegangen und habe gedacht, wieso habe ich das jetzt gesehen? Da kann ich dann leider auf keine andere Wertung kommen. Vergesst nicht, hier auf unseren Abonnier-Zauberriegel zu drücken, denn dann seid ihr keine Unbestimmten mehr, sondern bestimmt als Menschen mit sehr, sehr gutem Geschmack. Bis zum nächsten Mal. Peace.